Schönen guten Abend. Wir sind jetzt in Portugal. Ja, wir stehen auf einem großen Parkplatz, wo auch Camper die Möglichkeit haben zu stehen. Ja. Ich denke mal, das könnte man so als einzigen Nachteil schon mal sagen. Hier gegenüber ist direkt eine Bahnlinie, wo auch abends die Züge fahren. Ansonsten ist ganz in Ordnung, hier stehen doch relativ viele Camper, also man ist nicht allein. Und es gibt hier einen Busbahnhof und da bekommt man auch kostenloses WLAN. Toiletten gibt es auch. Die sind ja praktisch hinter dem Gebäude. Allerdings brennt dort abends kein Licht. Ja, da hast du den Busse. Guten Tag. Ansonsten, naja, wir sind ganz gut durchgekommen. Waren eben noch beim Lidl. Ein bisschen einkaufen. Von den Preisen her ist es eigentlich genauso wie in Deutschland, würde ich sagen. Also es ist nicht teurer, ist auch nicht günstiger. Wir haben ja gedacht, das wäre in Spanien und in Portugal irgendwie günstiger von den Preisen, aber ist eigentlich genau gleich. Ja, so, wir werden jetzt gleich uns lang machen und gehen morgen mal ein bisschen hier spazieren und schauen uns ein bisschen die Gegend an. Okay, bis dann noch einen schönen Abend, Leute. Macht's gut, ciao. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Ja, wir sind jetzt hier gerade so einen kleinen Dünenweg am Erkunden. Und links von uns ist so eine große Düne und dahinter ist dann direkt das Meer. Und alle paar hundert Meter kommen immer so Infoschilder, wo man sich über die Gegebenheiten und über Flora und Fauna informieren kann. Und ja, ist ganz schön. Und wie ihr seht, herrlichster Sonnenschein. Es ist auch richtig schön warm, also man kann im Pulli laufen. Das ist schon ausreichend. Ja. Zum Glück, endlich mal. Endlich mal wieder Sonnenschein. Darüber freuen wir uns wirklich. Und es gibt hier sogar Giftschlangen in Portugal. Die eine Tafel, wo wir gerade lang gelaufen sind. Und ja, ein paar schöne Vögel gibt es hier. Und ja, wie gesagt, es ist ganz schick hier, sich ja anzugucken. Auf dem Rückweg werden wir dann bestimmt mal am Strand vorbeigehen. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it.
I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun. Wollen wir uns noch ein bisschen die Gegend angucken. Und mein Schatz, was hast du zur letzten Nacht? Die war sehr, sehr stürmisch. Also, dass der Wagen sich so doll im Sturm bewegt, das habe ich auch noch nie so erlebt. Da hatte man schon Angst, dass Hedwig umkollert. Ja. Ja, es war doch ganz schön hart. Ich konnte irgendwie auch nicht rausgehen. Ich wollte das eigentlich mal filmen. Aber das hat so geregnet und so gewindet. Da wäre ich ratzfatz nass gewesen. Ja. Obwohl, wir mussten ja einmal raus, ne? Ja, ja, wegen dem Regenschutz auf deiner Seite, weil der Wind blies immer so von rechts. Und irgendwann ist dann der Windschutz abgegangen. Eben oben mit dem Magnetstreifen. Und ja. Da mussten wir das dann abmachen, weil ich hatte Angst, dass der dann nachher wegweht. Und ja, dann sitzen wir da mit unserem Talent. Ich glaube, es war, glaube ich, 2 Uhr morgens. Ja. Das war dermaßen stürmisch. Obwohl er eigentlich richtig gut ist. Der Windschutz, der ja. Regenschutz. Der ist prima. Das ist nicht der, den ich vorher hatte. Ich habe da einen neuen ran gemacht. Ich mache da aber vielleicht ein kleines Video zu. Oder ja, irgendwann mal, wenn unsere Roomtour mal am Start ist, dann zeige ich euch. Bestimmt, wenn das jetzt mal schöner wird. Wenn wir mal einen schönen Platz haben, dann machen wir die mal. Ja, dann zeigen wir euch mal, wie Hedwig ist, was von innen in ihr steckt. Wie das alles funktioniert. Ja. Ja. So. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen spazieren. Wir freuen uns, dass wir wieder ein bisschen draußen sein können. Genau. Wir gehen jetzt diesen Dünenweg von gestern. Wir sind den ja nicht ganz gegangen, weil wir ja wussten, dass wir heute auch noch hier bleiben. Ja, mal gucken, was uns da denn noch erwartet. So. Okay. Bis später. So ein bisschen was wie von Regenwald. Die Bäume, die werfen hier so die Rinde ab. Hier kann man das, glaube ich, auch ganz gut erkennen, dass die Rinde wie in Fetzen runterhängt. Und auch die Lianen, das sieht irgendwie ja, so Dschungel-Urwald-mäßig aus. Ist auf jeden Fall schön. Lohnt sich. Wir sind jetzt hier so einen anderen Weg gegangen. Irgendwie mit Natur. Ich habe kein Portugiesisch gehabt, aber irgendwie steht da, glaube ich, irgendwas mit Natur. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ja, und hier geht es jetzt, glaube ich, nicht mehr weiter. Nasse Füße wollen wir uns lieber nicht holen. Ja, da weiß ich auch nicht. Wenn wir den Weg weitergehen, kommen wir dann wieder zurück? Ja, dann müssen wir da hinten zu diesem P1-Weg. Ja. Und das geht dann zum Dorf. Das heißt, hier lang oder nein, zurück. Alles klar, dann gehen wir zurück. Es fängt übrigens gerade an zu regnen. Ja. Naja. Wie schon gesagt, Regenwald, ne? Regenwald, ja. Jetzt haben wir uns einen anderen Weg hier ausgesucht, weil der Weg da hinten war jetzt ja unter Wasser. Und auch der zweite Weg, wie man sieht, ist unter Wasser. Ja, jetzt müssen wir doch den einen Weg an den Dünen längs gehen. Wir dachten eigentlich, dass der hier ein bisschen schöner ist, durch die Natur hier, durch den Wald. Aber naja, wir wollen ja auch noch nicht zu Hedwig zurück.
Also mal gucken, wann der nächste Weg hier endet. Ja. So kommen wir doch wieder zurück zu uns. So, ich will jetzt ja nicht viel sagen, aber wie ihr das Schild hinter mir sieht, ist der Weg jetzt gesperrt. Der endet jetzt hier an der Hauptstraße und es sieht so aus, als würde hier jetzt eigentlich dieser Rundweg beginnen. Naja, wir werden jetzt zurückgehen und mal gucken, ob wir denn jetzt noch den Küstenweg längs gehen. Naja, aber der Weg ist schön eigentlich hier durch den Wald und naja, Hauptsache man ist draußen, man bewegt sich. Es muss ja nicht immer ein Ziel geben, denn bekanntlich ist ja auch der Weg schon das Ziel. Na gut, wir melden uns dann. Ja, der gestrige Tag war nicht ohne. Willst du mal erzählen? Wieder ein chaotischer Tag. Ja, wir wollten ja eigentlich nach Nazareth, da wo die größten Wellen der Welt sind oder zumindest Europas. Und wir hatten uns da so einen schönen Platz ausgesucht und es ist Wochenende. Und die Idee hatten gestern sehr viele, da zu diesem Platz zu fahren mit ihren Autos. Wieder super enge Straßen und ja, der Platz war so ein bisschen ja, am Ende einer Straße und ja, sehr durchlöchert mit Schlaglöchern und Spurrillen, die 20 cm hoch waren. Und ja, da mussten wir dann wieder umkehren, weil das da einfach viel zu voll war. Wir hätten da gar keinen Platz bekommen. Und ja. Also es war dramatisch. Das muss man wirklich mal sagen. Also der Platz, der da bei Park 4Night also von allen gelobt wurde. Also mit Wohnmobilen kann man da nicht rauffahren. Das ist absolut Wahnsinn, wirklich. Also es war wirklich Wochenende und war sehr voll. Und der Parkplatz selbst, der war so mit Schlaglöchern und tiefen Kuhlen. Also ich bin echt froh, dass ich da so rausgekommen bin, ohne dass der Wagen gegangen ist. Wir hatten dann noch nach einem anderen Platz geguckt, in der Nähe von Nazareth. Und wo sie dann aufgeschrieben haben, da kann man es gut zu erreichen. Und dann waren wir dann da. Und dann war das dann auch wieder so eine Hallo, guten Morgen. Dann war das auch wieder so eine komische Straße. War ein Hund zu sehen? Läuft er denn? Läuft er. Wir wurden gerade vom Hund besucht hier gerade. Der war ganz schön groß. Ja. Irgendwie. Und ja, das war dann auch nicht so das Richtige. Da hat man sich auch irgendwie nicht so ganz wohl gefühlt. Naja, und dann wollten wir erst auf dem Supermarktplatz schlafen, aber das war dann auch nicht. Und dann haben wir dann nochmal geguckt und jetzt sind wir 15 Kilometer weiter südlich gefahren und jetzt stehen wir eben halt hier. Genau, wir stehen jetzt momentan an diesem Platz hier. Und den kann man auch empfehlen, der ist ganz schön. Ja. Ist direkt am Strand, wie ihr hört und sieht. Ja. Und abends auch relativ ruhig. Ist okay, hier kann man ganz gut stehen und hier werden wir auf alle Fälle erstmal ein, zwei Tage wieder uns entspannen. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Erholung. Wie gesagt, der gestrige Tag war doch recht anstrengend und wie gesagt, ein längeres Stück mal wieder gefahren. Und ja. Naja, aber okay, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Gegend hier an, machen ein paar schöne Aufnahmen. Thank you.